Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder mit Spellstone. Ja, das war jetzt wohl die Belohnung. Cool, wir können wieder eine blaue aufmachen. Wer weiß, was da rauskommt. Wer kann es erahnen? Ich tippe auf einen Bullen. So, was gibt's denn jetzt da? Was haben wir denn hier? Nicht viel. Oh. Oh. Oh, okay. Dann halt nicht viel. Energie verbraten also. Und Kopfgelder und dann können wir wieder Arena machen. Mal schauen, was geht. Ich habe ja gesagt, dass ich demnächst Supercard vielleicht noch bringe auf YouTube. Videotechnisch. Und ich möchte euch jetzt keine Angst machen oder so. Ja, also ich habe ja auch gesagt, dass wenn ich das mache, dass dann Spellstone abgeschafft wird. Vorerst steht das aber nicht im Vertrag. Spellstone wird so schnell nicht abgesetzt. Zumindest hoffe ich das. Wir werden sehen. Ich will nicht zu viel versprechen, weil ich immer weiß, ich bin sehr impulsiv. Und wenn mich irgendwas total abfuckt, dann mache ich einfach dicht. Denn ich bin halt einer von den Menschen, die sich nicht durch irgendwelche Let's Plays durchquälen, sondern die dann sagen, also es macht mir keinen Spaß mehr, dann mache ich es nicht mehr. Punkt. Tatsache, dass ich aktuell aber nichts anderes habe, was ich gerade auf YouTube bringe, steht für Spellstone immer als positiv da. Sollte jetzt Supercard losgehen, dann steht es mit Spellstone natürlich ein bisschen auf der Kippe. Wir werden schauen, wie weit das Interesse überhaupt ist. Und noch habe ich die Zeit, beides zu machen, locker. Könnte aber sein, dass es irgendwann mir auch die Zeit fehlt dazu, beides gleichzeitig zu machen. Oder ich mache es halt so, dass ich Supercard nicht so oft mache. Das könnte ich auch machen. Dass ich das alle 2, 3 Tage mache oder so. Ja. Wäre eine Idee. Das könnte man so tun. Machen, tun, hätte, tun. Aber ich weiß nicht. Ich muss mir das noch alles irgendwie überlegen. Ich habe überlegt, ob ich heute direkt mal aufnehme. Supercard. Aber die Sache ist ja die, man kann ja auch auf Twitch gucken. Das heißt, wenn jemand Bock hat, auf Twitch zu schauen und sich gerne Videos von mir angucken möchte mit Supercard, dann besteht die Möglichkeit, dass das dort machen kann. Ja, also dann auf Twitch geht und guckt sich dann halt den Stream an. Das ist eine Möglichkeit. Den Stream hier rüber zu schicken funktioniert leider nicht. Dadurch, dass wir ja immer Musik laufen lassen. Ich keinen Bock habe, irgendwie Probleme mit der GEMA und YouTube zu bekommen. Funktioniert das leider nicht. Ansonsten easy peasy würde ich es immer rüber schicken. Dann hättet ihr hier quasi jeden Tag 4 Stunden Supercard-Content. Aber geht nicht. Man braucht halt nach Möglichkeit immer die richtige Musik dazu. Mir rumgeschrien draußen. Musste gerade mal lauschen. So, wir sind hier durch. Können wir in die Arena. Back off. Okay, muss ich schneiden. Geil. Nicht mal 15 Minuten hat man seine Ruhe. Nicht mal 15 Minuten am Tag. Und dann, das ist nämlich der Punkt, warum ich das nicht jeden Tag mache. Weil ich es einfach nicht hinkriege, 15 Minuten meine Ruhe zu kriegen, ohne dass irgendwas passiert. Wahnsinn. Gut, okay. Weiter geht's. Ich bin gerade auf 180. Aber passt schon. Ja.
Sorry, da musste ich jedenfalls rausschneiden. Ja, Atlas, gleich am Anfang. Läuft. Why not? Wieso nicht? So. Sorry. Hier läuft gerade wieder alles schief. Bin hier gleich komplett am Ausrasten. Wusa. Hasse es. Störfaktoren im Hintergrund. Ätzend. Aber hey, ich verhau gerade einen aus der Spieletrendgilde. Gibt Schlimmeres, ne? Gibt definitiv Schlimmeres als das. Dem wird's wehtun. Lass mein Atlas in Ruhe. Lass den Atlas in Ruhe. Oh, gib da auf. Oh. Gib der einfach auf. Wahnsinn. Die machen Sachen. Den müssen wir bekämpfen. Der muss weg. Dringlichst. Eigentlich musst du ziemlich alles weg hier gerade. Der wirft dir gerade keine Pillepalle-Karten hin. Leider. Nichts ist durchgegangen, habt ihr das gesehen? Durch das Ding ist nichts durchgegangen. Holy shit. Kannst du irgendwo von 6 und das geht nicht durch? What the fuck? Ach so, unsichtbar, dann trifft ihn das eine nicht. Cliff. An sowas musst du doch denken, Mensch. Der Cliff, der denkt an sowas nicht. Traurig, aber wahr. Ich glaube, das können wir nicht gewinnen. Was können wir sowas von nicht gewinnen? Ich wollte es gerade aufgeben. Ich wollte es gerade aufgeben. Weil ich weiß, dass es nicht funktionieren wird. Weil das Ding da den Atlas gleich wegklatschen wird. So schnell kann ich halt gucken. Ja, das war's. Wir sind realistisch. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das frisst nur Zeit. Zeit ist das, was wir nicht haben. Richtig. So, einen können wir noch machen. Und dann muss ich loslegen. Muss ich öffnen. Und dann muss ich mich auf das Schneiden schmeißen, was ich nicht vergessen darf zu schneiden.
Der Frosch schlägt sich hier selber tot. An dem bösen, fiesen Elementar. Oh, hau doch nicht den Atlas. Was hat er getan? Junge. Man haut doch nicht den Atlas. So was tut man nicht. Na, heil du mal. Heil du mal, du Elend. Wird hier mal ausgeteilt. Ey, komm. Lässt dir die Zeit runterlaufen. Ach nein, jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt verliere ich. Jetzt muss ich laufen lassen. Verlieren ist doof. Deswegen spiele ich nicht mehr. Irgendwie so. Kann man sich das vorstellen. Oh, jetzt kommt sie wieder weg, weil sie merkt, oh scheiße, ich könnte doch noch gewinnen. Hier dreht sich gerade alles zu meinen Gunsten. Da muss ich aber jetzt schnell wieder spielen. Weil das können wir nicht verlieren, das ist nicht möglich. Wäre dumm. Nicht so, really? Wäre schön, wenn dieses dumme Ding da mal tot gehen würde, wäre, würde, hätte, täte, wollte. Aber wie es immer noch lebt. Wie es immer noch lebt. Der Drache einfach mal durchhält. Oh, niemals. Boah. Das nenne ich mal hart vergiftet. Wo bleibt denn der andere Riesenberg-Titan-Gedöns hier? Er ist wirklich Berg-Titan. Das habe ich mir gerade ausgedacht, aber okay, der ist wirklich so. Auf, meine Karten durchzuschlagen. Ist nicht nett. Das ist nicht nett. Kann ich dich sagen. Das tut man nicht. Na, Lena. Weißt du gerade wieder nicht, was du machen sollst? Hast du zu viele Karten auf der Hand? Multitasking. Yo! Das hat reingehauen. Und zwar so richtig schön. Vom Feinsten. Das war's. Ende der Legende. Ach ja. Das war noch das passende Ende dazu, damit ich mich noch gerade noch mehr aufregen kann. Was ich jetzt nicht tue, weil hier nochmal gucke. Nö. Und mich jetzt um die Sachen hier kümmern und zwar aufmachen. Oh, ey. Das sind Emotionen, Leute. Das sind echte Emotionen. Ich spiele euch hier nichts vor. Ich bin 180. Und es wird noch heißer. Dum dum dum.
Wir können auch hier ein Epic Pack machen. Und Daumen drücken. Wow. Wow. Ein Felsentitan. Werd verrückt. Ich werd verrückt. Ja. Zwei Stück habe ich. Habe ich hier noch einen rumliegen? Ich hier noch einen herum. Da. Komm zurück zu mir. Lala. Wollte ich mal gesagt haben. Und na. Sortieren. Bing. War ja gar nicht hier drin. Lol. Er war gar nicht drin. Starke Leistung, Cliff. Du machst Sachen. So weit, so gut. Weiter geht's nicht. Nee, warte mal, Moment. Du. Geht es wohl? Geht ja wohl weiter. Das war eine Lüge, Cliff. Sollst du schwindeln? Ja, wen nehmen wir denn raus? Ich weiß leider nicht, wen ich rausnehmen soll. Die sind alle so gut. Ich nehme einen Chaossturm raus. Hallo? Einer mit. Der hier muss noch fertig gemacht werden. Ach Mann, die kosten immer so viel. Die kosten immer so viel Staub. Sehr gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde mich jetzt an Schneiden machen. Und sorry nochmal dafür. Und bis morgen. 16 Uhr. Besser. Tschüss.